Der Lobbyismus ist im Grunde dem Klassenschläger ähnlich, der dich auf dem Schulhof herumschubst. Umso mehr du dir gefallen lässt, umso mehr fühlt er sich ermutigt und ermuntert, immer so weiterzumachen und dabei immer noch ein Stück weiterzugehen. Der Lobbyismus geht auch immer noch ein Stück oder einen Schritt weiter. Die Amerikaner stehen vor einer ganz, ganz schwierigen ökonomischen Situation. Und solche ökonomischen Situationen kann man lösen mit Krieg. Das kann ein wunderbares Ventil sein. Das haben wir schon einmal gehabt in der Geschichte, in den 30er Jahren. Da gab es die große Depression in den USA. Die hat von 1929 bis 1939, hat 11 Jahre lang gedauert. Die USA kamen nicht von alleine friedlich aus dieser Depression. Die hatten immer Arbeitslosigkeit von 14% oder mehr. Und als dann der 1. September 1939 war, da ist endlich die US-Wirtschaft wieder angesprungen. Der 1. September 1939, der Einmarsch der Wehrmacht nach Polen, war aus amerikanischer Sicht eine Befreiung für die Ökonomie. Ich sage nicht, dass es der Grund für den Krieg war, aber die Exporte sind hochgesprungen, die Rüstungsausgaben sind hochgesprungen und endlich aus US-Sicht war die Depression überwunden. Und eine ähnliche Situation haben wir jetzt, wir haben riesige Überkapazitäten, einen riesen Schuldenberg, eine drohende Inflation, oder jetzt heben die Amis die Zinsen an, es droht jetzt ein Crash, und da kann Krieg ein super Ventil sein. Aber nur dann, wenn er nicht auf die Ukraine beschränkt bleibt. Ukraine ist viel zu klein, Irak war viel zu klein, Serbien war viel zu klein, Syrien. Wir bräuchten eigentlich als ökonomisches Ventil, ich rede nur zur Ökonomie, einen richtigen Krieg, der sich auch ausweitet, möglichst weit nach Westen. Hier sind Produktionskapazitäten in Europa, in Westeuropa, in Mitteleuropa. Also meiner Meinung nach als Ex-Investmentbanker, die USA haben keinerlei Interesse daran, diesen Krieg zu deeskalieren. Im Gegenteil.